Hallo Freunde, herzlich willkommen bei Opa Helmi, herzlich willkommen bei einem neuen Klicker-Game, ja, seit Crush Crush. Bin ich ein bisschen auf einem Klicker-Trip anscheinend, so wie es aussieht. Und ich denke mal, jeder, der Klicker-Spiele kennt, kennt das Spiel hier und kennt auch diese Grafik und weiß genau, wo er ist. Clicker Heroes, genau. Und ihr seht, wir sind ganz am Anfang. Was ich gemacht habe, ist, ich habe die Ton-Dinger ausgemacht, weil die sind doch ein bisschen sehr ätzend. Und, naja, wir haben halt mal eine klassische, in Anführungsstrichen, klassische Musik dahinter. Und ja, dann wollen wir einfach mal vielleicht anfangen. Vielleicht sollte man einfach mal klicken. Wer weiß, warum das Spiel so heißt. Klick. Klick. Klick, 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 klick und nochmal. Und wir haben unsere erste Münze. Ein Gold. So, was kaufen wir? Nehmen wir durch. Spiel zu Ende. Nein, noch nicht ganz. Das heißt, wir müssen noch ein bisschen weiter klicken. Dann klickern wir mal. So. Ja, also eines der Urväter aller Klickerspiele sozusagen, wo es ja auch mittlerweile einen zweiten Teil von gibt und wir werden durch einen kleinen Pfeil darauf aufmerksam gemacht, dass wir vielleicht mal was kaufen sollten, um unseren Schaden zu erhöhen. Erstmal gehen wir in ein neues Gebiet und dann machen wir hier, zack, und da steht es schon. Jetzt haben wir einen Klickschaden von 2. Hier steht es auch, hier steht es auch. Ne, da steht nur, was wir für ein Level haben. Wieso steht hier nicht, was wir für einen Klickschaden haben? Das sollte da aber stehen. Das sollte da aber stehen. Menno, machen wir nicht fertig. Das ist Level 2, aber wir machen jetzt Klickschaden 3. Na, ob das alles so richtig ist? Gucken wir gleich mal. Wenn wir bei den Pinocchio sind. Pinocchio. Da sollen mit zufällig lebenden oder geschichtlichen existierenden Personen, das ist alles rein zufällig, die Ähnlichkeiten, natürlich. So, jetzt brauchen wir mal 50. Wir machen jetzt erstmal 50. Ach komm, einkaufen wir noch. Ja, machen wir noch viel mehr Klickschaden. Jetzt sind wir super. Aber jetzt machen wir 50. Weil wenn wir jetzt 50 haben, dann kaufen wir Pinocchio und also, sobald wir Pinocchio haben, haben wir Autoklick. Das heißt, da brauchen wir nicht mehr viel selber klickern. Das heißt, müssen wir schon noch, irgendwie doch. Und ja, wie soll ich euch sagen, das ist einer der Urväter aller Klickerspiele. Eines der Spiele, die dafür gesorgt haben, dass Klickerspiele wirklich berühmt, berüchtigt geworden sind und dazu beitragen, dass wir wunderbar unsere Zeit hier vernichten können. So, jetzt kaufen wir den und schon geht's los. Der macht 5. Und da steht's auch, 5. SPS 5. Seht ihr, da aktueller Level SPS 5. Da steht's. Und da steht aktueller Level Klickerschaden 4. Und da steht nur 3. Verdammt. Die bescheißen mich doch. Und hier, der macht schon 22. Ivan, der schreckliche Trinker. Ah, wir klickern hier mit. Da geht die Post ab hier. Da geht die Post ab. Komm hier, wir kaufen hier noch ein paar Level. So, jetzt machen wir noch viel mehr Schaden. Ja, also wir sind fast durch. Ist nicht mehr lange. Ein paar Minuten noch, dann haben wir das Spiel geschafft. Ja, das könnte man glauben. Aber Clicker Heroes ist ein Spiel, ich glaube, da gibt es gar kein Ende. Nicht so wie bei Crush Crush, wo man, wenn man alle Mädels hat, eigentlich am Ende ist. Und man nur noch für Fun weiterspielt. Oder sich die DLC kauft, wofür auch immer. So, jetzt machen wir schon 10 Autoschaden. Eine Kiste. Kiste immer viel Gold. Viel, viel gut. Viel gut, viel Gold. So, machen wir hier mal ein paar Level hoch. 3. Der zeigt an, dass wir leveln. Welchen wir gerade leveln. Habt ihr gesehen? Hier? Da, pass mal da, plus, da kommt Pluszeichen. Plus. Oh ja, das kann man ausschalten, aber will das schon. Mein Gott, es passiert so wenig in dem Spiel eigentlich. Da können wir wenigstens satt lassen, oder? Naja.
So, noch ein Level. Zack, Level 10. Klickerschaden 11. Ja, geht die Post schon ab. Vielleicht sollen wir mal einen Boss machen. Mal gucken, ob wir den schaffen. Komm, wir machen den mal. Klicker, klicker, klicker. Ah ja, den kriegen wir hin. Den kriegen wir hin. Guck mal die Augen. Ah, oh, guck mal die Augen. Bei dem Boss. Ja, da guckst du, wa? Juhu, Gebiet abgeschlossen. Juhu. Dann können wir die nochmal machen. Aber wer will das schon? Ich. Aber ich meine sonst, normalerweise. Niemand. Aber ich. Ich will das. Ich will das. So, jetzt reicht's aber. Junge, Junge, Junge. So. Ja, also hier sieht man es. Aktueller Level SPS 10, nächster Level SPS 15. Das heißt also, wir machen bei jedem Sprung, bei jedem Level machen wir 5 mehr Schaden. Das werden wir jetzt hemmungslos ausnutzen. Und dann machen wir es gleich nochmal. Ah, und nochmal, weil es so schön war. Und hier sieht man den Gesamtschaden, der durch Klickern erreicht wird. Also dadurch, durch Idlen, also dadurch, dass wir nicht klickern, ne, durch die Figuren an sich. Und hier steht unser Klickschaden. Der wird dann nochmal da drauf addiert. Also, oh, Kiste. Kiste ist viel Gold. So. Also, wir machen gerade 11 Klickschaden. Das ist noch nicht ganz so viel. Man kann ein bisschen mehr machen. Aber man braucht erst hier. Na, guck mal, der macht schon 22 im ersten Level. Da müssen wir nur ein bisschen Kohle für holen. Ah. Und je weiter wir im Level kommen, natürlich, desto mehr Geld gibt es natürlich auch, ne? Für jeden Gegner. Ist ja klar, oder? Klar wie klare Kloßbrühe. Ja, und da können wir uns doch kaufen, Ivan, der schreckliche Trinker. Und schon seht ihr, wie der ganz schön abgeht. Der geht voll ab, aber das ist natürlich noch gar nichts. Also, mein Gott, das ist wirklich noch gar nichts. Wir sind sowas von ganz am Anfang. Gebiet abgeschlossen. Na, dann gehen wir mal auf 8. Ja, und wenn man dann nicht spielt und den Rechner ausmacht, ja, dann idelt man halt so vor sich hin und sammelt halt Geld. Und mit dem Geld kann man dann hier Level kaufen und dann hat man dadurch über Nacht praktisch Zugewinn. So, und jetzt seht ihr hier 47 SPS, das heißt, wir haben hier 25 und hier 22 sind 47 Schaden. Und so addiert er alle Schäden auf von allen, die hier noch kommen mögen. Im Augenblick sind es nicht viele. Die Cindy, die Sandburg-Prinzessin Cindy, macht 74 Schaden. Na, das sollen wir doch vielleicht mal, ne? Aber auf der anderen Seite, guck mal hier. Der macht, in den nächsten Level macht er schon 44, den werden wir jetzt mal verdoppeln. Und schon ist das Gebiet abgeschlossen, wir gehen in die 9. Und wir klickern, jawohl. Ja, und in gewissen Levelstufen gibt es dann hier Zusatz-Skills. Ja, oh, ein Erfolg, töte 100 Monster, na super. Die Zusatz-Skills und dieser hier zum Beispiel, den haben wir bekommen, weil wir Level 10 hatten. Der erhöht den Klickschaden von Cid um 100%. Das heißt also, wenn ich ihn jetzt drücke, der kostet 100 Gold. Dann seht ihr, wie viel Gold wir haben. Kostet 100 Gold. Dann sind wir bei 22 Schaden pro Klick. Eigentlich sollten wir bei 22 sein. Ja. Das sind die Geheimnisse, die ich nicht durchschauen kann, leider. Tut mir sehr leid. Vergiss alles, was ich gesagt habe. So, jetzt kommt Level 10. Ich denke mal, den Boss, den werden wir uns mal eben genehmigen. Ihr seht, oben läuft der Counter, unter dem Totenschädel ist die Uhr. Da steht, wie viel Zeit wir haben für den Boss. Und unter dem Skorpionator Level 10 sind die LPs, die der hat. Und die müssen wir auf 0 bringen in der Zeit. Das ist ja ganz einfach eigentlich, ne? Ganz einfach zu verstehen. Und das scheinen wir diesmal nicht ganz zu schaffen. Das ist ja echt super. Das ist ja ganz fantastisch super. Das heißt, wir müssen hier noch ein bisschen auf... Ja, komm mal her, wir machen hier mal ein Level hoch. Mal gucken. Schon haben wir doch deutlich mehr Schaden.
Ah, jetzt hat die Zeit natürlich schon angefangen gehabt. Ach komm, wir machen, wir leveln hier noch ein bisschen. So. Spätestens, wenn die Zeit gleich nochmal neu anfängt, dann schauen wir da mal. So. Na, komm schon. Ja, gleich geht's los. Und jetzt. Jetzt muss ich mal ein bisschen Gas geben hier beim Klicken. Klick, 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 klick. Ja, deswegen heißt es Clicker Heroes. Weil man klickt wie ein Bekloppter. Vielleicht hört ihr, wie ich die Maus traktiere. Ach, diese arme Gamer-Maus, die muss ganz schön viel aushalten. Aber was soll's, da musst du durch, dafür ist sie da. Und jawohl, wir haben es geschafft. Gebiet abgeschlossen. Juhuiuiuiui. Ja, und dafür gibt es hier noch, ne, die Erfolge. Beende Zone 10, zack, ein Erfolg. Was haben wir noch? Hier. Klick 1000 Mal. Haben wir schon gemacht. Was haben wir hier? Killer, töte 100 Monster. Haben wir auch schon gemacht. Und hier haben wir noch gar nicht. Ah, klicke 12 Mal in der Sekunde. Fortschritt. Wir sind bei 8. 8 Klicks in der Sekunde. Mehr haben wir noch nicht geschafft. Belohnung, ein Klickerschaden. Ach ja, guck mal. Für die Erfolge gibt es immer noch Belohnungen. Aber nicht mehr bei dem. Bei denen nicht mehr. Nicht für alle. Also hier steht es, der Belohnung ein Klickschaden, Belohnung drei Klickschaden, aber hier gibt es nichts mehr. Belohnung plus 10 Startklickschaden. Und das hat Wiederbeginner, steige die Welt einmal auf. Ach ja, das müssen wir auch nochmal machen. Das dauert aber noch ein, das kann noch eine Viertelstunde dauern, bis wir das haben. Dann gucken wir hier mal. Also es scheint nicht überall Belohnungen für zu geben. Beende Zone 1200. Beende Zone 10. Hier gibt es gar keine Belohnung für. Doch, hier gibt es eine Belohnung für. Besiege Tamster. Belohnung eine Heldenseele. Jawohl. Die kommen dann später. Die sind nochmal sehr wichtig. Erwirb 50 antike Seelen. Ja, später. Und hier, wie gesagt, hier haben wir die Statistiken. Wir sind Heldenlevel insgesamt 19. Automatische Klicks pro Sekunde haben wir gar keine. Meisterklicks pro Sekunde haben wir 8. Kritischer Klickschaden 210. Weißt du Bescheid, Schätzchen. Getötete Monster 122, getötete Bosse 3. Also immer mit Level 5 kommt ein Boss und mit Level 10 kommt ein Boss und 15 kommt ein Boss. Also man könnte fast sagen, alle 5 Level. Aber das wäre vielleicht zu weit hergeholt, das jetzt so auszudrücken. Das wollen wir natürlich so nicht. Ja, und wie gesagt, das Spiel, das dauert Tage, Wochen, Monate. Deswegen werde ich nicht alles zeigen. Es ist gar nicht möglich, alles zu zeigen, weil dann hätten wir ein Let's Play mit Tausenden von Folgen. Weil es dauert wirklich ewig. Aber natürlich, wenn wir immer wieder zwischendurch reingucken, wie weit ist denn der Opa jetzt? Und ich werde es euch dann zeigen und vor allen Dingen die wichtigen Situationen, ne? Wenn wir dann die ersten Aufstiege machen und solche Dinge, die werden wir natürlich alle sehen. Und am Anfang werden wir natürlich ein bisschen öfter reingucken. Ja, also ich denke mal so, bis wir das erste Mal uns haben zurücksetzen lassen, den Erfolg, bis wir die ersten Seelen holen, all diese Dinge. Bis wir die Möglichkeit haben, in eine Gilde mit reinzugehen, all diese Dinge, da werdet ihr natürlich live dabei sein, wenn ihr wollt. Und könnt euch das dann in Ruhe angucken. Und immer schön unterlegt mit toller Musik und dummem Gerede, wie es sich gehört beim Opa. Na klar. Und wir haben schon wieder ein Level Up. So, was haben wir denn? 2880, da können wir doch mal hier ein bisschen. Guck mal hier, da gehen wir mal auf Level 10 hier. Guck mal hier. Kostet 500 Gold und er macht 100% mehr Schaden. Also von 50 auf 100. Und wir haben Dünger erhalten. Ist das nicht toll? So, du, mein Freund. Kannst eigentlich auch. Kannst du bis auf Level? Nee, noch nicht. Hier steht übrigens, da könnt ihr es lesen, halte die Umschalttaste gedrückt. Dann kannst du direkt 10 Level steigern. Halte Z gedrückt. Das ist auch wirklich Z,
nicht die amerikanische Tastatur, sondern unsere Tastatur. Z für 25 und Steuerung für 100. Und drücke T, um zwischen Modifizieren umzuschalten. Was heißt denn das? Ach so, wenn man einfach T drückt, dann kann man... Ach, guck mal, da kann man dann auch Max machen. Ach, eigentlich braucht man ja nur T. Habe ich gerade festgestellt. Das ist ja super. Na, guck mal. Dann machen wir dann mal hier T. So, machen wir mal 10 Level hier. Zack. Schon haben wir 41 Klickschaden. Und dann, wenn wir hier noch ein Stückchen weiterkommen... Ach komm, wir klickern noch ein bisschen. Ist ja unser Job. Da sind wir doch hier, oder? Komm, wir klickern. Ah, Level 14. Zack. Jawohl. Und da geht er schon wieder. Schon sind wir auf Level 30. Und machen 61 Klickschaden. Und was haben wir denn hier? Klicksturm. Kostet 250 Gold. Schalte den Skill Klicksturm frei. Aktiviert einen temporären Klicker, der automatisch 10 Mal pro Sekunde arbeitet. Dauert 30 Sekunden, Cooldown 10 Minuten. Den werden wir uns jetzt kaufen. Und da-da-da-da. Hier haben wir eine ganze Reihe von zusätzlichen Aktivitäten. Also hier ist der Klicksturm und hier sind noch viele andere. Die werden aber erst nacheinander hier freigeschaltet. So, ich drücke noch mal ein paar Mal T, damit ich hier einfach leveln kann. Der braucht zum Beispiel noch einen, damit er auf Level 10 kommt. So. Schaust du weiter. Der nächste ist wieder ein Boss, ne? Ich glaube, da sind wir noch gar nicht fit genug für. Mit 320 DPS. Aber wir könnten dann ja mal den Klicksturm machen. Dann könnt ihr euch den mal angucken. Das wäre doch mal eine Möglichkeit, oder? Okay, also wir sind jetzt fertig mit dem Level. Okay, wenn ich jetzt weitergehe, kommt der nächste Boss. Und dann, wenn ich den hier drücke, dann läuft die Uhr. Deswegen erkläre ich jetzt vorher. Also ich drücke jetzt gleich hier, dann läuft die Uhr. Dann muss ich mitklicken und bei vorher klicke ich den Klicksturm an, dass wir den Autoklicker haben. Seid ihr fertig? Alles klar? Fertig? Ready? Take off? Ich zähle von 3 rückwärts. 3, 2, 1,5, 1, 3 Viertel, 1, 0. Fertig. Und Klicksturm. Und ich klicke natürlich mit. Und ich habe natürlich das X geklickt. Weil ich besonders klug bin. Ah! Nein! Was habe ich getan? Wir sind im Shop gelandet. Gucken wir später. Oh Gott! Ich habt ihr gesehen, dass die Hand ein X hier oben hat? Da habe ich drauf geklickt. Ich bin sowas von clever, ne? Na, dann schaffen wir es nicht mehr. Dann müssen wir uns hier ein bisschen rumklampern. Ja, wir haben hier jetzt nur 30 Sekunden gehabt und haben dann nur 10 Minuten Cooldown, bis wir den wieder benutzen können. Aber ich denke mal, bis dahin haben wir das auch so geschafft. Das war ja wieder typisch Opa. Ganz großes Kino, ey. Ganz, ganz großes Kino. Da wollte man genau was erklären, was ist. Kacke ist. Ja, der Shop. Der Shop hat Rubine. Und wir haben keine Rubine. Du kannst kaufen für Rubine. Ich weiß nicht, was das hier heißt. Sternchen-Rubine? Keine Ahnung. Zeitraffer geht automatisch durch die Zone und sammelt dabei Gold und Heldenseelen ein. Außerdem aktualisiert der Zeitraffer die Skill-Cooldowns. Beim Zeitraffer wirst du als inaktiv eingestuft und erhältst die inaktiven Bonis. Also so, als wäre ich offline. Nix, was man braucht. Das ist der automatische Klicker. Der kostet nur 100 Rubine. Hol dir einen automatischen Klicker, der Helden automatisch eine Stufe aufsteigen lässt. Fähigkeiten aktiviert und Monster für dich klicken kann. Auf die Monster platzierte automatische Klicker können unbegrenzt gestapelt werden. Klicken exponentiell je Stapel mehr mit 10 CPS beginnend. Überschreiten die Klickergrenze. Automatische Klicker sind permanent und überdauern auch Aufstiege und Umwandlungen. Ja, für 50 Rubine gibt es 7 Heldenseelen und einen Ausstieg. Erhalte alle Heldenseelen, auf die du noch wartest. 7 Heldenseelen, ja, ohne aufsteigen zu müssen. Dies setzt sie nicht zurück, sondern sodass du weiterhin aufsteigen kannst, um sie dir später zu holen. Totaler Quatsch. Für immer doppelter Schaden. Das ist eine Sache. Erhalte für immer einen 2x2 Multiplikator für deinen gesamten Schaden. Gilt während des Aufstiegs, kann nur einmal gekauft werden. Das ist eine Sache. Ja, die ist gut. Die ist verdammt gut.
Und da man auch in-game Rubine sammeln kann, werden wir, wenn wir 50 haben, das kaufen. Für immer doppelter Schaden ist einfach super. Ja, die vergoldeten Helden, auch die kriegt man so zwischendurch immer wieder mal. Und ob wir da welche kaufen müssen, ja, das wird sich noch zeigen. So, wie weit sind wir denn hier? Komm, wir hauen hier mal mit drauf. Wir machen immerhin 65 Schaden. Ne? Das ist 20% des gesamten Schadens machen wir mit Klickern. So. Kann man nicht mehr hier. Ich will da mal hier in die Rekordliste kommen, verdammt. Kann ich nicht mal ein bisschen hier. Ah, komm! Ich will da mal ein bisschen hier. Wie oft, wie lange muss ich denn da klickern? Damit er die Klicker zählt. Ah, jetzt muss ich da eigentlich ein bisschen besser geworden sein als 8, oder? Komm. Ah, guck mal hier. Rasen 12 Mal in einer Sekunde. Und 14 Mal in einer Sekunde. Und wir sind bei 15. Okay. Die 25 haben wir noch nicht. 15 Mal in einer Sekunde haben wir geschafft. Ganz schön anstrengend. So, jetzt machen wir direkt automatisch mehr Klickschaden. Ja, 3-4 Punkte mehr Klickschaden, wenn sich das nicht lohnt. Ja, das lohnt sich doch wohl. Das hier super. So, was können wir hier machen? Wir können Cindy kaufen. Wir können Captain Iglo kaufen. Und wir können Betty Klicker noch nicht kaufen. Die kostet 20.000. Aber Captain Iglo, der macht alleine 245 im ersten Level. Na dann. Und 490 im zweiten, ja dann. Na, das ist ja mal lustig. Da geht jetzt aber der Balken flott runter, ihr Freunde. Ja, machen wir mal noch einen. Zack. Und ich glaube, jetzt können wir mal hier unseren Freund besuchen. Ich glaube, den können wir jetzt schaffen. Oder? Reicht das immer noch nicht. Das wäre ja wohl der Hammer. Komm, wir müssen auf Dingens kommen. Nach 15 Sekunden haben wir die Hälfte. Oh Mann, das wird knapp. Das wird knapp. Das wird sehr knapp. Das schaffen wir nicht. Mein Gott. Immer noch nicht. Müssen wir noch ein bisschen aufleveln. Was haben wir denn hier noch? Level 10. Level 11. Level 12. Dann macht er denn immer 20, 22 Schaden. Macht er immer mehr. Das ist ja noch nicht so der Hammer. Komm. Wir brauchen Schaden, Leute. Wir brauchen Schaden. Gold. Her mit dem Gold. Ich muss mal eben Gold sammeln. Augenblick. So. Level 15. Ab wann geht der denn hier? Kostet 200.000 und verdoppelt den Schaden. Was machst du denn? 74 Schaden. Komm, dich kaufen wir da auch noch. Noch ein Level. Nochmal 74 Schaden. Ja, das sieht ja schon ganz gut aus. Komm hier, 1144. Das schaffen wir doch. Jawohl, noch ein Level. Ja, jetzt müssen wir das aber doch schaffen, oder? Komm. Ja, komm jetzt aber eben mal. Ja, ich muss mal richtig hier wieder ausrasten beim Drücken, beim Klickern. Klicker, 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 klicker. Komm schon. Ja, diesmal sieht es gut aus. Nicht nachlassen, nicht nachlassen. Ah, jetzt ist das Level 15 und schon so Probleme. Puh. Okay, wir haben ihn geschafft. Eieieiei. Ja, ihr Lieben. Ich werde direkt noch eine Folge aufnehmen, aber diese erste Folge soll es erstmal gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich hoffe, ihr seid auch nächstes Mal dabei bei Opa Helmi und Clicker Heroes. Bis dann, tschüss!